Alter, was passiert denn hier jetzt? Liebe Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu Cyberpunk. Schön, dass ihr einschaltet. Ich habe das Spiel gerade geladen und dann passiert sowas. Oh mein Gott. Normalerweise sitzt du im Wagen. Tot. Oh shit. Okay. Hat der irgendwas? Der hat, glaube ich, irgendwas. Wir können nicht wieder rein. Gehen ins Zimmer 204. Der Zitteranfall. Alter, was geht denn jetzt ab? Oh Mann, oh Mann. Fängt ja schon mal gut an. So. Ich kann auch meine Waffe nicht ziehen. Okay, alles klar. Hier haben wir irgendetwas. Nehmen wir alles mit. Hier haben wir auch irgendetwas. Was ist das? Ach, Jack. Na los, Tür auf. Lass mich rein. Er wartet. Okay. Ich mag den Typ nicht. Kann man den verprügeln? Nein. Okay. WNS. N54. Selbst die Piratensender. Deine Fresse ist überall. Und Jackster? Ist er im Auto? Eigentlich nicht. Ja, er ist im Auto. Tot. Mein Beileid für dich. Und der Relic? Ah, was mache ich jetzt? Hab ihn hier, hab ihn nicht. Ich trau dem gar nicht. Hallo? Aber... Hab ihn hier. Hatte ich befürchtet. Tja. Was? Saburo Arasaka, tot. Hast du eine Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du hast den Kaiser ermordet! Seine Majestät! Alle, die nur mit einem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot! Ich hab den gar nicht getötet, mein Gott. Wir müssen Night City verlassen. Was du nicht sagst. Ruf Evelyn an. Wir machen den Deal, nehmen das Geld und tauchen unter. Okay, ganz ruhig. Wir müssen das taktisch angehen. Okay. Parker, Addies. Dann verlassen wir die Stadt. Aber zuerst. Dein Gesicht.
Alles voller Blut. Tja, und jetzt? Das Bad ist dort. Mach dich sauber. Na los. Nee, 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 ich trotzdem nicht. Dann nutzen. Oh oh, der steht da direkt links jetzt. Ich traue den Arsch nicht. Der wird mich jetzt bestimmt kaputt schlagen. Ah, komm her. Ah, scheiße. Wusste ich doch. War klar. Das war doch ganz klar. Okay. Suche Scantry. Weißt du noch unser erstes Gespräch? Scheint, als wähle ich lieber das ruhige Leben. Ruhmreich draufgehen können. Boah, ich spring nicht schon, Junge. Okay, das war's, würde ich mal sagen. Spiel zu Ende. Das war's dann, lieber Freunde. So. Kritische System, bla bla. Cyberpunk 2077. Was passiert jetzt? So, Spiel ladet. Ich spiele das Spiel jetzt auf der PlayStation 4 Pro. Wenn ich die PS5 habe, werde ich natürlich da weiter zocken. So, weiter geht's. Intermezzo. Auf die Bühne. Der Hammer, 20. August 2023. Zeit, was stand da in 20 Uhr? Hey. Hey. Alles okay? Mir ging's okay. Nie besser. So siehst du nicht aus. Wir spielen jetzt Silverhand. Oder John Wick. Du kannst nicht drauf! Warum? Hey, hey, cool bleiben! Oh ja. Wurde auch mal Zeit. Was ist das Spiegel? Hä? Warum sieht man das jetzt nicht? Naja, egal. Was geht denn hier ab? Nimm das Mikrofon. Blow like fire. Okay, Johnny. Hey, heute Nacht verabschiede ich mich von euch allen. Geh nach draußen. Geld, da gibt's keinen Spaß. Ihr vergeudet euer Leben. Lauft uns hinterher wie Hündchen. Wer hat dir in den Kaffee gepisst? Okay. Johnny, warte! Was ist los? Mach das nicht. Du kannst immer noch zurück.
Bis zum nächsten Leben, mein Freund. Ich bin nicht wie du, ich gebe nie auf. Redest du nicht mit mir? Willst du, dass ich aufgebe? Klingt eher nach dir als mir. Weißt du warum? Weil du schon immer eine ängstliche Pussy warst, Carrie. Du kriegst noch einen guten Rat von oh mir. Oh Gott. Lass dir endlich Eier wachsen. Zeit, die Zukunft einzuläuten. Johnny ist so unverschämt. Du bist spät. Naja. Ich liebe es, wenn du sauer bist. Bringt mein Südstaatlerblut in Wallung. Steig ein, bevor ich meine Meinung ändere. Sehr gut. Silverhand? Hey, Scheitern! Bring uns in die Luft! Hier, setz das auf und nimm es nicht ab, klar? Okay. So. Scheiße machen. Ich übernehme. Ah, geht doch. Ich zeige euch, wie das funktioniert hier. So. Letzte. Boah, wie die Beine weggekommen sind. Okay, ich glaube, das war's. Tasche nehmen und springen. Was ist das denn? Ladung in den Fahrstuhl, scharf machen und den Rest der Schwerkraft überlassen. Die Explosion erschüttert das Fundament. Was ist denn hier passiert? Wo war das denn? Chaos, Geschrei, Abspann. Mann. Wir haben nur ein kleines Zeitfenster. Alter, war derjenige brutal. Link mich ein. Okay. Gras grün, fliegen Vögel. Fressen Katzen, Mäuse, scheißen Ratten, Flöhe. Der Mainframe ist kein Spielplatz, Murphy. Mach schon. Sende die Evakuierungsdurchsage auf allen Frequenzen, damit wir anfangen können.
Warte, bis der Virus ins Netzwerk hochgeladen ist. Die Antwort kann... Johnny. Na los! Noch mehr! Tut mir nicht mal los! Ups. Alter, ist die Waffe stark, Alter. Gib doch einfach auf! Naja, ich hab schon Schlimmeres erlebt. Bombe scharf machen. Zwei. Wie ist die Bombe nochmal? Jetzt komm schon, wir müssen los. Der Molly schon. Bombe ist bereit. Saka Elite im Anmarsch. Los, Johnny. Weg! Schieß die Kabel durch. Schmeiß die Rotoren an. Wir sind gleich da. Ich muss noch was erledigen. Ich brauche deine Hilfe bei was, Robert. Machen wir mal das. Noch nicht fertig. Ich muss das hier noch in ihr Subnet speisen. Scheiße, ich wusste es. Es ging dir nie um Arasaka, oder? Sondern um dein Groupie-Output. Du würdest das nicht verstehen, Rogue. Mach das alleine. Du hast 4 verfickte Minuten, wenn du mitgenommen werden willst. Tür ist offen. Arasaka-Wichser im Anmarsch. Ich lieb dich, Spider. So wie der Rest der Welt. Okay, wir haben 4 Minuten. Gleich am Zugangspunkt. Kabel rein. Okay. Ich hoffe, ich muss hier nichts hacken. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Eisbrecher aus dem Ausland. Virus wird hochgeladen. Kennen wir denn jemanden, der das Subnet-Protokoll umschalten kann? Sehr komisch. Hilfst du uns oder nicht? Weben, spinnen, spinnen, weben. Zeit, ein paar Fliegen zu fangen. Danke, Murphy. Und jetzt noch ein wenig. Heiliger Cyberstrohsack, wir sind im Fernsehen. Und nun schalten wir zum Arasaka Tower, wo die Evakuierung nach einer Anschlagsdrohung durch eine unidentifizierte Terrorzelle in vollem Gange ist. Die Terroristen erklärten, ein Monument des Konzernkolonialismus stürzen zu wollen. Der Bürgermeister von Night City, Embole Ebunike, erklärte, dass man jegliche terroristische Handlungen unter der geballten Faust des Gesetzes ersticken werde. Hoffentlich kann unser Korrespondent vor Ort am Arasaka Tower etwas Licht auf die sich verschärfende Situation werfen. Fertig. Und jetzt raus da. Sie kommen hoch. Sofort zum Dach. Schnell. Alles klar. Schnell weg. Oh, shit. Oh, nein. Adam Smasher! Johnny, lauf! Ah. Das ist ein Adam Smasher. Dieser komische Roboter. Murphy. Was wir im Hotel gesehen haben. Die Tür ist verriegelt, aber die hält nicht lange. Lauf, Johnny, so schnell du kannst. Was ist der? Hey. So ein Cookie. Shit. Okay, die sind auch tot. Sm-
Masha. Hab's doch gesagt, Johnny Boy. Eines Tages mach ich dich fertig. Tja, das war's dann. Was ist, wenn ich gesagt hätte, lass abhauen? Wäre er trotzdem gekommen? Ich weiß nicht. Naja. So, weiter geht's. Was ist überhaupt mit der Wanda? Okay. Wo bringen die mich jetzt hin? Versuchen wir es nochmal. Deine Komplizen. Wer sind sie? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Willst du den guten Kopf da drüben nicht mal was sagen lassen? Nun sei nicht so. Welcher Terrororganisation gehörst du an? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Hey Opa, dich kenne ich. Azusi, çok sert anlaşıyorsun. Mann, was für ein Anblick. Mein Mann starb in diesem Turm. Wer redet da? Ach, du bist das. Aber es gibt Schlimmeres als den Tod. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Nase, kono yona koto. Wieso hast du das getan? Um deinem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Hito wa uso tsuki, jibun jishin o azamuku. Daga shisha wa chiga. Shisha wa yuben daga, karera wa keshite uso o tsukanai. Shisha no kotoba ni wa tsutsumashisa ga aru. Soulkiller bereit. Kramstransfer wird geleitet. Was jetzt? Okay. Aha. Die haben das Ding auf meinen Kopf gesetzt. Wahrscheinlich haben die irgendwie die Daten von mir rausgenommen oder keine Ahnung. Näher dich dem Fremden. Okay. Okay. Das war Johnny. Was macht er hier? Das Ding, was wir im Kopf haben, ist Johnny Silver. Das wissen wir ja.
System Neustart, okay. Jetzt spielen wir mit unserem neuen Charakter. System geladen. Entfernen. Okay, der mich. Tibon hat mich. Oh, warte, städtische Müllhalde 2077. Okay, gratis frei. Playing for time. Wahrscheinlich haben die gedacht, dass ich noch. Dass ich tot bin. Wir haben mich einfach hier irgendwo hingeschmissen, dieser Penner. Okay. Hab dich frei, aber ja. Da muss doch jetzt bestimmt jemand kommen und uns helfen. So kommen wir nicht mehr weiter. Oh nein. Der ist ja noch hier. Jetzt sieht er mich wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Wäre ich direkt da runter geblieben. Oh Mann. Sieht. Tja. Hör zu, Alter. Ich hab genau gemacht, was du wolltest. Also lass uns was aus. Jawohl. Takemura. Arasaka-sama, Ochijiue no Satsugai Han wo mitsukemashita. Ich hab den Mörder ihres Vaters. Kono otoko de machigai arimasen. Hai. Hilf mir. Leise. Mein Gott. Hilf mir doch einfach. Und jetzt machen wir eine Spritztour. So. Tja. Dann riech. Ist mir doch egal. So, wahrscheinlich bringt er uns jetzt zu dem Hotel. Oh. Hörst du mich? Ich brauche deine Hilfe. Was ist los? Oh shit! Was ist das? Ist das eine unsichtbare Waffe oder was? Hallo, ich treffe ihn doch. Ach, ich muss hier gar nicht abschießen. Ich glaube, der Kollege ist verletzt, oder? Ja.
ihn. Ach du Scheiße. Festhalten! Der Fahrt zur Hölle. Das meint er damit. So. Jetzt haben wir schön Unfall gebaut. Sehr schön. Läuft. Ey, wo ist der Kollege? Ist er tot? Geh, du kippst wieder um. Halt die Augen offen. Fuck. Ey, der Kollege lebt da noch. Beide medizinische Versorgung. Gibt okay. Es einen Ripper-Doc, dem du vertraust? Du warst im Konpeki Plaza. Wir müssen zu einem Ripper-Doc. Schnell! Okay. Hat sich gut geschlagen. Hast du gehört? Gut geschlagen. Ja, lass mal ein bisschen chillen. Ich hab heute keine Zeit. Ja, ist gut. Victor flickt uns zusammen. Wir müssen irgendwie dorthin. Ruf jemanden an, irgendwen. Warum gehst du nicht ohne mich? Warum lässt du mich nicht einfach hier? Ich halte dich nur auf. Ruf jetzt an. Okay. Schon gut. Guten Tag. Meinen Scannern zufolge sind Sie außerhalb des Versorgungsgebiets. Komm, mich einfach holen. Ich muss zu Mistys Esoterikum. Vor Victors. Sehr wohl. Ein Wagen ist unterwegs. Er sollte in weniger als 20 Minuten eintreffen. Was mit dir ein? Was? Hey! Was denn? Ich bin nur bewusstlos geworden. Der Direct Link ist beschädigt. Bitte führen Sie das Kabel unterhalb des Ohrs ein, aber nicht zu tief. Zwischen seinen Lymphknoten unter dem Kopfwendermuskel sollten zusätzliche Neuralbuchsen sein. Wenn ich versehentlich eine Vene treffe, stirbt er. In der Tat, wenn Sie nichts tun, aber auch. Ich glaube, ich habe Bußen. Stellen Sie nun eine Verbindung her. Okay. Diese Ladezeit nerven langsam. Schnell, bringen wir ihn rein. Ich schaffe es nicht! Muss mich setzen. Ist das dein Blut? Mesty! Blutdruck fällt. Neurogener Schock. Er stirbt. Ich schneid durchs Hinterhauptbein. Gibt keinen anderen Weg. Damit riskieren Sie... Ich weiß, was ich tue. Puh.
Okay, werde ich das schaffen? Hey, ich bin wach. Kiroshi. Wie geht es ihm? Noch nicht so gut wie dir, aber es wird jeden Tag besser. Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Victor's Klinik 2000. Wie fühlst du dich? Zeit 18.49 Uhr. Fuck. Fuck. Weiß nicht, Vic. Es dröhnt in meinen Ohren. Und ich sehe Dinge. Diese Halluzinationen. Beschreib sie mir. Blendende Lichter. Es ist laut. Ich bin auf einer Bühne und kann kaum atmen. Ich bin voll von Hass. Dann lasse ich alles raus ins Mikrofon. Es bringt nichts. Ich fühle mich nicht besser. Und dann, versprich mir nicht zu lachen, platziere ich eine Bombe im Arasaka Tower. Da gibt es nichts zu lachen. Night City sah anders aus. Seltsam. Und ich hab's gehasst. Jeden Menschen. Jeden Zentimeter. Das war zu real. Selbst für einen Wachtraum. Das war nicht, das war nicht Johnny. Geträumt, weh. Das waren Erinnerungen. Auf diesem Splitter ist ein Persönlichkeitskonstrukt. Deine Träume waren seine Vergangenheit. Moment. Soll das heißen, da ist ein Terrorist in meinem Kopf? In diesem Augenblick? Ganz genau. Johnny Silverhand. Hatte vor etwa 50 Jahren seinen Höhepunkt erreicht. Die AHQ-Katastrophe. Schon mal gehört? Das war er. Er starb wohl in den Trümmern. Ja. Aber jetzt gerade ist das nicht das Wichtigste. Ich sehe zum ersten Mal Angst in deinen Augen. Was ist wichtiger als der Torres in meinem Kopf? So hast du mich noch nie angeguckt, Vic. Was ist los? Du... Du hast nicht mehr lang, Kleiner. What? Was sagst du? Der Biochip ist wie eine Zeitbombe und sie tickt. Du hast nicht mehr lange zu leben. Maximal ein paar Wochen. Silverhands Konstrukt überschreibt dein Bewusstsein, übernimmt nach und nach deinen Körper, bis du irgendwann verschwindest. Wie, es ist wichtig, dass du das verstehst. Du kriegst mich wieder hin, oder? Vic? Ich wünschte, ich könnte. Aber das übersteigt meine Fähigkeiten bei weitem. Du bist der Beste der Besten, Vic. Warum kannst du mir nicht helfen? Willst du die lange oder die kurze Fassung? Lass nichts aus. Kein einziges Detail.
Okay, auf dem Chip war... ist ein Konstrukt, eine Psyche. Die von Johnny Silverhand. Du hast ihn in deinen Chipslot getan. Nichts passiert, richtig? Bis du tot warst. Eine Kugel in den Kopf von Dexter Deschamps. Aber wie soll man's von sowas zurück ins Leben schaffen? Kleines Kaliber, du hattest Glück. Dank einer weiteren von vielen Fehlentscheidungen von Mr. Deschamps. Die Nanobots des Chips begannen, den Schaden zu reparieren. Dann nahmen sie dich bei der Hand und lockten dich weg. Weg vom Licht. Mhm. Man steht nicht ohne weiteres von den Toten auf. Also bin ich Frankenstein-Monster ganz toll. Menschen stehen nicht von den Toten auf, als sei nichts passiert. Früher nicht. Heute tun sie das, wenn sie geheime Konzerntech tragen, die dazu programmiert ist, sie wiederzubeleben. Was ist mit mir? Meiner Psyche? Ich komme zurück aus dem Jenseits und dann? Soll ich so tun, als ob diese Veränderungen normal sind? Frag die Techniker von Arasaka. Aber deine Psyche wird ausgelöscht werden. Unter Schmerzen. Aus der Sicht des Biochips sind deine Gehirnzellen ein Tumor, der rausgeschnitten werden muss. Und dein Körper eine leere Hülle für das Konstrukt. Also will dieser Scheiß-Terrorist mich ausradieren und meinen Körper für sich haben? Nicht bewusst. Das passiert automatisch und ist unvermeidbar. Keiner von euch kann es aufhalten. Und wenn wir den Chip rausnehmen? Oder deaktivieren? Beides außer Frage. Du würdest sterben. Und zwar sofort. Toll. Scheiße. Ich erinnere mich an diesen Werbespot. Wie ging der dumme Slogan noch? Irgendwas mit Seele. Sichere deine Seele. Genau. Damit soll man mit Konstrukten kommunizieren können. Ja, aber das hier scheint ein Prototyp zu sein. Irgendwie hat er es aus dem Arasaka-Labor geschafft. Vic, du hast mich schon so oft gerettet. Wenn du nichts für mich tun kannst, dann... Was verflucht soll ich dann machen? Sag's mir! Bitte! Vic! Ich weiß es nicht, Kleiner. Misty? Verlangst zu viel von einem alten Mann wie Vic. Komm, Vic. Bringen wir dich nach Hause.